Ich war schon seit längerem eigentlich auf der Suche für so ein ähnliches Projekt, also ein Coworking Space in der Stadt St. Gallen. Und es hat eigentlich bis jetzt nichts Vergleichbares gegeben. Und als ich dann in der Zeitung von dem gelesen habe, ich fand, mal, da ist es, da bewirb ich bei mir. Und ich war dann auch eine der ersten, die sich beworben hatte. Meine Erwartungen waren eigentlich, um ein bisschen ein Netzwerk aufzubauen, auch mit anderen Berufsgattungen oder um hier wieder ein bisschen anzukommen, nachdem ich 15 Jahre in Zürich gewohnt habe, um hier wieder ein bisschen Fuß zu fassen. Und für das ist es natürlich genial. Und das Zweite ist halt einfach die ganze Infrastruktur, die schon toll ist, mit dem Sitzungszimmer, das man brauchen kann, mit dem Restaurant, wo man zu Mittag essen kann. Und auch die Nähe von der Stadt ist super, dass man einfach so schnell in der Stadt vorne ist. Ja. Lob kommt natürlich sowieso viel, finde ich. Also gerade am Tag der offenen Tür, wo auch ganz viele Leute einmal schauen gekommen sind, sind extrem viele Leute so begeistert gewesen. Also das war schön gewesen, also von außen loben ab. Und von innen kommen immer so ein bisschen praktische Themen, wie zum Beispiel jetzt, wo der Herbst kommt und wo es wieder früher noch dunkler wird, dass man sich so ein bisschen wünscht, dass es ein bisschen mehr Beleuchtung hat, eigentlich ums Land herum, auch für das Sicherheitsempfinden und um auch die Leute ein bisschen mehr dahinter zu locken, sagen wir mal, von der Stadt. Und ja, das sind so Themen, die man jetzt in, oder das ist eines von mehreren Themen, die man jetzt in Arbeitsgruppen, die sich hier gebildet haben, angehen. Also Qualität, die gemacht ist, also so schalltechnisch oder auch vom Wohlfühlen, finde ich super. Und ich finde auch, wie es daherkommt, so ein bisschen der Rauchen mit diesen Schalltafeln und mit den Baugerüsten vor. Also ich finde, das passt einfach gut und es funktioniert auch. Ja, ich finde Blumer Lehmann einfach eine super Firma und bin froh, dass wir in der Ostschweiz so Firmen haben, die so professionell auftreten und international und auch lokal gut verankert sind, international tätig, aber auch lokal verankert und wo sehr innovativ sind. Und ja, Holzbau finde ich ein spannendes Thema und finde es von dem her eine super Firma.